Bei jedem neuen Spielstand seht ihr mindestens einmal die Weltenkarte, die sich seit mehreren Jahren nicht wirklich verändert hat. Bis jetzt, denn ein fleißiger Modder hat die Karten im Spiel komplett neu gestaltet. Mehr dazu in diesem Video. Bevor wir aber mit den Mod-Kreationen von 20th Century Plumbob anfangen, müssen wir die Zeit noch mal ein wenig zurückdrehen, um genau zu sein, bis ins Jahr 2014. Hier wurde nämlich die Sims 4 veröffentlicht und viele Spieler waren nicht mit jedem Detail des Spiels glücklich. Fehlende Pools, Kleinkinder und keine offene Welt waren nur ein paar der Dinge, die die Community an die Sims 4 kritisiert haben. Aber nicht nur das, auch die Gestaltung der Weltenkarten war für einige Spieler noch ein wenig farbloser als jetzt. So sahen nämlich die Weltenkarten von allen Welten im Spiel bis zur Zeit für Freunde-Erweiterung aus, die erst ein paar Jahre später veröffentlicht wurde. Besonders gut kamen die zugegebenermaßen wirklich sehr leeren und immer mit dem gleichen Farbverlauf ausgestatteten Übersichtskarten nie an. Die detaillierten und mit Deko vollgestopften Sims 4-Nachbarschaften wurden mit dieser Weltenkarte wirklich nicht gut repräsentiert. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr euch noch an diese ursprüngliche Version der Weltenkarten erinnern könnt. Damit seid ihr also spätestens seit Dezember 2015 mit dabei. Nachdem den Entwickler wohl ebenfalls aufgefallen ist, dass die Idee hinter den weißen Weltenkarten wohl ein wenig zu minimalistisch und für ein PC-Spiel nicht unbedingt angemessen war, änderte sich das mit dem vorbereitenden Zeit für Freunde-Update. Die leblosen Karten, auf denen man nur erahnen konnte, wie die Regionen wohl überhaupt im Detail aussehen, wichen den bunten Versionen, wie wir sie auch noch heute im Spiel haben. Für einen Großteil der Community war das schon ein großer Fortschritt. Endlich sahen alle Weltenkarten auch schon auf den ersten Blick komplett einzigartig aus und auch der gezeichnete sowie gleichzeitig deutlich schickere Look kam gut an. Die neuen Karten erinnerten nun nicht mehr an ein schlechtes Handyspiel, sondern passten ebenfalls zu den schon vorher in diesem Stil gestalteten Weltensymbolen. Dem Simmer 20th Century Plumbob haben diese Verbesserungen aber wohl noch nicht ganz gereicht, weswegen er die Weltenkarten nochmal eine ganze Ecke realistischer gemacht hat. Wie ihr schon seht, hat er die Welten genauso gestaltet, wie sie auch in echt im Spiel aussehen würden. Wie man auf seiner Patreon-Seite sehen kann, hat er dazu echte Screenshots zu dieser Karte aus dem Spiel zusammengebastelt, die meiner Meinung nach nochmal ein wenig besser als die gezeichneten Welten aussehen, da man einfach einen besseren Eindruck von der echten Welt, seinen Schauplätzen und den Orten im Spiel bekommt. Auch hat er es recht gut geschafft, die Kanten zwischen den einzelnen Regionen zu kaschieren. Schaut euch die Karte von Salvadorada, Newcrest, Sulani oder Magnolia Promenade an. Alle Karten sollten euch schon aus dem Spiel bekannt vorkommen. Wenn ihr euch die Weltenkarten herunterladen möchtet, findet ihr einen Link in der Beschreibung. Der Simmer hat allerdings noch nicht alle Karten im Spiel fertig umgesetzt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn EA diese Karten so ebenfalls ins Spiel bringen würde, auch wenn ich das für extrem unrealistisch halte. Wenn die Entwickler schon keine realistischen Karten ins Spiel bringen sollten, würde ich mich trotzdem über eine Animationsüberarbeitung freuen. Wie wäre es nämlich, wenn kleine gezeichnete Vögel über die Karte fliegen, Autos über die Straße fahren oder sich kleine Wellen auf dem Wasser bewegen würden? Alleine das würde die Weltenübersicht schon optisch aufwerten. Wusstet ihr, dass die Weltenkarten innerhalb des Spiels auch nur eine Bildauflösung von 1280x720 Pixeln haben? Das ist zu einer hohen Wahrscheinlichkeit weniger als die Auflösung von eurem Handy-Display. Auch hier könnten die Entwickler noch ein wenig schrauben. In der neuesten Folge Sim gehört haben Micha von simtimes.de, unser Gast Simproved und ich über die Sims 5 und unsere Gedanken gesprochen. Schaut in der Beschreibung vorbei. Was denkt ihr über die realistischeren Weltenkarten? Würdet ihr euch ebenfalls über diese Ergänzung freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.